Hallo Menschen, heute kommt die Rezension zur Autobiografie von Martha Feuchtwanger, Nur eine Frau. Martha wurde 1891 geboren und, wie die meisten vermutlich wissen, später dann die Frau von Leon Feuchtwanger. Und was für ein Leben diese zwei geführt haben. Also es war Wahnsinn. Als junge Leute reisten sie durch Italien bis nach Afrika und hatten eigentlich ständig kein Geld. Also in jeder Stadt schreiben sie Telegramme, schickt uns mal bitte ein bisschen Geld und laufen mal einfach weiter, wenn sie kein Geld haben für Busse oder sonst was, und kamen auch manchmal ein bisschen mit den Autoritäten in Konflikt, und dann in anderen Städten wurden sie aber vom Konsul empfangen und so weiter und so fort. Sie sehen sich eigentlich auch als Teil der Bohème, und man hat das Gefühl, dass sie jeden Literaten, Theaterdirektor oder Intellektuellen allgemein dieser Zeit kannten. Also es gab auch ständig so wilde Partys, sag ich mal, wo sich im Nebenzimmer die Frau auszog oder was auch immer, jeder in den Ecken lag, und es ist ein relativ verrücktes Leben. Und das Ganze, auch wenn ich jetzt bei einem Leben nicht von Spoilern reden möchte, ich will euch aber trotzdem nicht alles verraten, das Ganze wird halt von zwei Weltkriegen recht rüde unterbrochen, um mal so viel zu sagen. Ich möchte ein fremdes Leben jetzt natürlich nicht wirklich bewerten, will aber etwas zur Erzählweise sagen. Denn obwohl Martha sich natürlich in Literaturkreisen bewegte und oft auch lektorierte, hat sie selber geschrieben, ist sie halt keine Schriftstellerin. Also es ist nicht so, dass einem die Sprache jetzt direkt negativ auffällt und man sagt, oh Gott, wie schreibt die denn? Aber es ist halt auch wirklich überhaupt nichts Positives, nichts Besonderes, keine tollen Formulierungen. Und auch die Erzählweise ist wirklich komplett, fast komplett chronologisch. Also es fällt einem ganz stark auf, wenn die reisen, dann erzählt sie halt wirklich, okay, dann waren wir in Rom und haben uns das angeguckt. Und dann fuhren wir nach Verona und haben uns das angeguckt. Und um euch mal ein Gegenbeispiel zu nennen, Paul Auster's Biografie Winter Journal oder Winter Journal, das ist eine großartige Biografie, Autobiografie, wo er anhand zum Beispiel seiner Narben erzählt, wie er die gekriegt hat, welche Umstände das waren, ob er Unfälle hatte oder Operationen. Und dann erzählt er auch noch anhand der Wohnungen, in denen er gelebt hat, wie sein Leben eben verlaufen ist. Und das ist mal innovativ. Hier geht es halt wirklich relativ normal, relativ geradlinig entlang. Was mir ein bisschen negativ auffiel. Und das zweite wäre dann noch etwas, was man sich vielleicht vom Titel her hätte schon denken können. Das ist Teil eines Zitates, was auch hinten drauf steht. Ich war nur eine Frau, seine Frau, und er brauchte mich. Und es gibt auch ein anderes Zitat von ihr, wo sie direkt sagt, mein Leben begann, als ich Leon traf. Und so kommt es, dass man in der Autobiografie von Martha Feuchtwanger eigentlich mehr über Leon erfährt als über sie. Also, es kommt zwar manchmal zu ihren eigenen Gedanken und die zwei erleben auch Dinge getrennt, aber viel, viel öfter schreibt sie so Sachen wie, naja, und jetzt erzähle ich euch mal, was Leon darüber dachte, weil er vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so darüber geredet hat oder so. Und selbst wenn sie etwas tut, dreht sich am Ende eigentlich alles um Leon. Und ich hatte halt gehofft, gerade bei so einer Frau, die durch den Erfolg ihres Mannes vielleicht ein bisschen im Schatten dieser Person eben stand, hier in der Autobiografie mehr von ihr zu erfahren, was sie eigentlich für eine Frau war. Aber das kommt nicht so wirklich vor, muss man sagen. So, und am Ende vielleicht doch nochmal ein paar Worte zum Inhalt, auch wenn ich, wie gesagt, ihr Leben nicht kritisieren möchte. Aber es fiel mir beim Lesen stark auf, dass sie ständig von sich behaupten, ach, wir sind nicht bürgerlich, wir sind ja so Bohème und auch arm. Alle Leute behaupten immer, wir hätten so viel Vermögen, aber das ist ja gar nicht wahr. Und dann bauen sie sich aber erstens ein großes Haus am Waldrand. Das ist aber nur Punkt 1 und meiner Meinung nach auch schon jemand, der sich ein Haus bauen kann, was mehr ist als eine Wellblechhütte, der ist nicht arm. Aber um es kurz zu fassen, sie müssen dann fliehen und können ihr ganzes Vermögen definitiv nicht retten. Es wird jetzt nicht gesagt, wie viel, aber selbst dieser kleine Teil ihres Vermögens reicht anscheinend noch, um in Frankreich ein neues Haus zu kaufen, was immerhin so groß sein muss, dass es ein Arbeitszimmer und eine neue Bibliothek enthält, die komplett neu ausgestattet wird. Und da ist auch ein Bild dabei, das sind große Lederbände. Und nicht nur das, weil sie das Haus halt gekauft und nicht gebaut haben, hat das keine Heizung drin, deswegen mieten die sich im Winter ein komplettes zweites Haus. Und das ist nicht sehr bohem. Und so jemand ist auch definitiv nicht arm. Und wenn sie ständig sagen so, ach so Gott, wir sind natürlich nicht bürgerlich. Perfektes Beispiel ganz am Anfang des Buches. Martha wird rechtzeitig von Leon schwanger. Und dann schreibt sie so, obwohl wir beide Heirat als eine bürgerliche Institution ablehnen, haben wir dann geheiratet. Warum? Also meiner Meinung nach schon so ganz oder gar nicht. Also wenn man so ein unabhängiges, individuelles Leben führen soll, dann aber auch richtig. Und
das kommt mir alles nicht sehr bohem vor, sondern im Gegensatz eigentlich sogar recht bürgerlich, großbürgerlich sogar, denn die zwei haben Geld für zwei Häuser. Und das Letzte ist noch, wenn nicht gerade eine irgendwie so extreme Notsituation ist, dann tut Martha Feuchtwanger eigentlich nichts. Also es ist immer nur die Rede von, sie reisen gerne, schwimmen, fahren Ski und turnen. Und währenddessen schreibt Leon eben immer seine Bücher oder am Anfang die Kritiken. Und sie macht nichts. Und ich will damit auch gar nicht sagen, dass sie so eine solide Bankkauffrau-Lehre beginnen soll, aber irgendetwas, was sie tut, ihre Ambitionen irgendwie, gar nichts. Ich hatte halt das Gefühl, sie lebt so vor sich hin und hätte gern noch irgendwie von ihren Träumen, was sie machen will, erfahren. Aber anscheinend ist ihr einziger Traum Leon. Und das, also ich muss dazu auch sagen, das Buch endet so nach dem Zweiten Weltkrieg, also oder während des Zweiten Weltkrieges noch. Sie hat ja noch länger gelebt. Ich muss noch mal mich informieren, wie es so weiterging, ob sie noch etwas getan hat. Aber das ist mir irgendwie negativ aufgefallen. Das klang jetzt aber auch alles schlimmer, als es war. Also während des Lesens fühlte ich mich sehr unterhalten. Das war ein verrücktes Leben, muss man sagen, auf und ab und verschiedene Lebenssituationen. Das war jetzt toll erklärt. Also im Großen und Ganzen war es wirklich interessant, das zu lesen, auch einmal in ein fremdes Leben hineinzuschauen, auch wenn das definitiv nicht mein Leben ist. Ich wusste vorher von Martha Feuchtwanger nicht viel. Ich habe dieses Buch übrigens für meine Oma geschenkt bekommen, was ich sehr süß fand. Und wer es vielleicht gelesen hat oder sich auskennt mit anderen Biografien, das ist nämlich noch nicht so ein Bereich, in dem ich unglaublich viel gelesen habe, kann man ja sagen, was er davon hält oder was er empfehlen könnte. Und dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.